Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch unsere neugeborenen Stoffwindelausstattung zeigen. Das heißt, ich werde euch einmal alle Stoffwindeln zeigen, die ich in der neugeborenen Größe besorgt habe. Viele wissen ja, ich habe bei meiner ersten Tochter erst mit 6 Monaten mit Stoff angefangen, mit dem Wickeln mit Stoff. Und das ist jetzt das erste Mal neugeborenen Windeln und ich habe super viele Fragen bekommen zu dem Thema, okay, wie viel brauche ich, was brauche ich? Und da dachte ich mache einmal ein Video über die komplette Ausstattung, was wir besorgt haben. Und viele schauen sich ja auch gerne die ganzen verschiedenen Muster an von den Windeln. Und da dachte ich, passt das so ein Video perfekt. Genau, ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum Wickeltisch und da habe ich das nämlich alles einsortiert. Zeige euch dann alles ganz, ganz genau, was wir wie gekauft haben und wünsche euch bei dem Video jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Das hier ist unsere Stoffwindelschublade. Wir haben hier eine Schublade im Wickeltisch, die wir immer, auch bei meiner Tochter, schon als Stoffwindelschublade benutzt haben. Und hier habe ich einmal alles einsortiert. Ich habe hier vorne die ganzen Windeln an sich. Das heißt, ich habe die All-in-Ones, ich habe normale Überhosen, ich habe Wollüberhosen. Und hier sind auch noch 2 Pocket-Windeln. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich einmal alle Muster und alle Windeln. Hier in der Mitte habe ich alle Einlagen. Die sind auch alle sortiert. Hier habe ich 2 Haufen mit Pre-Folds, normale Einlagen, Fließeinlagen, noch mehr normale Einlagen und extra Einlagen für die Wollwindeln. Hier hinten habe ich Mulltücher, Mullwindeln zum um das Kind herumwickeln. Hier habe ich Wickelunterlagen, waschbare. Hier hinten habe ich noch Wollwindelzubehör, zum Beispiel das Fett zum Fetten der Wollwindeln oder die Snappies für die Mullwindeln. Dann habe ich hier vorne oder hier hinten, ganz hinten die Höschenwindeln, die Nachtwindeln, die zeige ich euch natürlich auch gleich. Und genau, das ist also meine Stoffwindelschublade. Hier vorne seht ihr jetzt also einmal alle unsere Stoffwindeln. Das heißt, hier hinten habe ich einmal alle All-in-Ones, die ich da habe. Ich habe nur 4 All-in-Ones, einfach weil, ja, die neugeborenen Stoffwindeln trägt man nur bis 6 Kilo. Das war jetzt bei meiner ersten Tochter ungefähr 4-5 Monate, also mit 5 Monaten hatte sie ungefähr 6 Kilo. Wir schauen mal, wie das beim zweiten Zwerg wird, aber ich habe jetzt hier einfach nur 4 All-in-Ones, weil ich das Prinzip mit den Überhosen einfach viel, viel schöner finde. Und trotzdem habe ich jetzt hier 4 All-in-Ones, weil ich die super praktisch finde für unterwegs oder auch für den Papa oder wenn es mal schnell gehen muss. Die sind halt eben so komplett, wie sie sind. Kann ich euch ja mal zeigen. Eine All-in-One ist, wie der Name schon sagt, eine Alles-in-Allem oder Alles-in-Einem. Denn die Windel könnt ihr so anziehen, wie sie ist. Die ist so fertig. Die ist wie eine Wegwerfwindel einfach um das Kind herum. Und dann wird die zugemacht und dann ist das Kind fertig. Da habe ich jetzt hier einmal eine von Totspots mit diesem süßen Kuh-Design. Die von Totspots sind besonders schön, weil die von innen super weich angenehm sind, wie ihr seht. Also die haben eine ganz, ganz weiche, schöne Oberfläche. Da ist eine extra Einlage hinten mit drin. Die ist hinten so reingesteckt. Und so, genau, kann die natürlich auch relativ viel saugen. Ihr könnt die natürlich auch mit einer zusätzlichen Einlage noch verstärken, wenn das nicht ausreicht. Genau, dann kann man das eben noch individuell anpassen. Genau, das ist aber auf jeden Fall eine All-in-One von Totspots. Dann habe ich noch eine von Totspots und zwar ist das diese hier mit diesem schönen Regenbogen-Design. Das ist genau dasselbe. Dann habe ich eine von Thirsties. Thirsties mag ich auch sehr, sehr gerne, weil sie einfach richtig gut passen und Thirsties ist einfach dafür bekannt, dass die Einlagen super viel saugen. Ihr seht hier sind 2 Einlagen eingenäht. Und die saugen halt einfach super, super viel. Und auch die sind super schön weich. Auch hier könnt ihr natürlich eine extra Einlage mit reingeben. Zum Beispiel hier mit so ein bisschen Vlies obendrauf. Je nachdem, wie viel euer Baby dann piecht. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine von Thirsties. Die habe ich bei meiner großen Tochter in der One Size auch und benutze die wirklich sehr, sehr gerne. Und die letzte All-in-One ist diese hier, die ist von Blueberry. Das ist eine Simplex Organics. Genau.
Und genau, bei manchen neugeborenen Windeln gibt es hier vorne noch einen Snap, damit ihr hier so eine kleine Ausschabung machen könnt, nämlich für den Bauchnabel. Das hat jetzt zum Beispiel Thirsties hier auch, aber das haben nicht alle. Und man braucht es meistens auch nicht, denn die neugeborenen Windeln kommen gar nicht erst so weit bis zum Nabel. Aber wenn euer Kind etwas zierlich ist, hat man hier eben so eine kleine Aussparung, damit der Nabel auch immer trocken bleibt. Genau, dafür ist eben dieser eine Snap in der Mitte da sozusagen. Genau, das ist also eine von Blueberry. Auch sehr, sehr schöne Windeln haben die. Saugen auch sehr, sehr viel, sehen von innen so aus wie so eine, ja, wie so eine Pre-Fall. Wenn ihr euch das mal anschaut hier. Also, genau, die Einlage sieht eben aus wie eine Pre-Fall. Und auch hier ist hier hinten wieder so eine kleine Einlage drin gesteckt. Die könnt ihr natürlich beim Trocknen oder sowas eben rausholen. Und sonst ist eben auch eine All-in-One, die ihr so anziehen könnt. Aber auch die könnt ihr natürlich wieder verstärken mit einer extra Einlage. Oder ihr könnt die Einlage sogar hier hinten mit reinstecken. Genau, das sind also alles einmal die All-in-Ones, die wir da haben. Wie gesagt, die neugeborenen Windeln passen ungefähr von 2 bis 6 Kilo. Das kommt immer ganz auf den Bau des Kindes an und genau, auch eventuell nachher auf die Pipi-Menge, dass man eventuell da früher auf One-Size umsteigt, je nachdem. Genau, das sind also jetzt die All-in-Ones. Dann geht es weiter mit ganz normalen, ups, mit den ganz normalen Überhosen. Da habe ich tatsächlich auch ein paar mehr. Denn wie gesagt, wir möchten da so ein bisschen mehr mitarbeiten, sage ich mal, weil wir eben bei unserer großen Tochter auch sehr, sehr viel mit Überhosen oder mit dem Überhosensystem arbeiten. Das Überhosensystem kann ich ja einmal ganz kurz erklären. Hier zum Beispiel bei der von Milovia. Die Überhose ist eigentlich eben nur eine Überhose und ihr seht, da ist nichts drinne. Denn die Überhose ist eigentlich nur der Teil, der eben wasserdicht ist bei der Stoffwindel. Und bei einer Stoffwindel braucht man immer einen wasserdichten Teil und einen saugenden Teil. Der saugende Teil sind zum Beispiel hier die Einlagen, die bei einer All-in-One ja schon eingenäht sind. Und bei einer Überhose müsst ihr die eben dazugeben. Das heißt, hier in die Laschen könnt ihr einfach die Einlagen reingeben. Das macht ihr entweder nach jeder Wäsche, wenn ihr die Stoffwindeln einsortiert in den Schrank. Legt ihr überall einfach eine Einlage rein, dann habt ihr auch schon eine All-in-One sozusagen. Oder eben jedes Mal, bevor ihr wickelt, schnappt ihr euch eine Überhose, schnappt euch eine Pre-Fall und macht das Ganze schnell fertig. Das ist eigentlich eine Routine, das ist kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall das Überhosensystem. Das Gute dabei ist, ihr könnt das so zusammenbauen, wie ihr das braucht. Das heißt, wenn euer Kind viel piescht, könnt ihr hier noch eine extra Einlage reinlegen. Wenn der Muttermilchstuhl besonders weich ist, könnt ihr noch eine Fließeinlage einlegen, die eben den Muttermilchstuhl so ein bisschen auffängt. Also da kann man sehr, sehr viel spielen. Das finde ich bei dem Überhosensystem das Tolle daran. Ebenfalls ist es sehr, sehr günstig, denn die Überhosen an sich sind viel günstiger als ein All-in-One und die Einlagen dazu ebenfalls. Und man kann da auch sehr schön mit Mullwindeln arbeiten. Und die Mullwindeln, das können alte Spucktücher sein, die ihr im Keller gefunden habt oder ähnliches, sage ich jetzt mal so. Die saugen immer und da ist es wirklich egal, wie die aussehen. Und die sind eben auch sehr, sehr günstig. Genau, also, das ist das Überhosensystem. Und da habe ich jetzt hier einmal eine Überhose von Milovia in diesem Krakendesign. Dann habe ich hier eine von Pop-In. Das ist allerdings eigentlich eine, ja, sie ist als Pocket-Windel eingetragen, aber ist irgendwie für mich mehr eine Überhose. Sie hat hier vorne eben noch so Knöpfe drin, wo man die passenden Einlagen einknöpfen kann, aber man kann die natürlich auch als ganz normale Überhose verwenden. Dann habe ich hier noch eine von Petit Loulou. Petit Loulou ist dafür bekannt, dass sie eben diese ganz weichen Bündchen haben am Rand und das super angenehm ist für die Kinder. Und die von Petit Loulou passen auch sehr, sehr gut über die Höschenwindeln drüber, denn da kommen wir gleich zu, aber eine Höschenwindel ist von außen nicht wasserdicht, sondern die braucht auch immer eine Überhose drüber. Und da passen diese hier sehr, sehr gut, weil die eben so ein bisschen breiter geschnitten sind und eben auch dieses weiche Bündchen haben für die Nacht.
damit es eben schön angenehm ist für die Kinder. Genau, da habe ich auf jeden Fall dieses Design, finde ich auch super süß. Dann habe ich zwei von Dudusch. Dudusch ist ja keine neue Firma, aber die wurde, oder die Windeln sind sehr, sehr ähnlich mit Milovia. Und Milovia gibt es ja so nicht mehr. Und dementsprechend steigen viele Milovia-Liebhaber gerade auf Dudusch um und wir ebenfalls, denn wir lieben die Windeln von Milovia. Und hier habe ich eben einmal das Lama-Design und einmal hier die Dinos und die sind auch von innen super schön, die Überhosen. Sind eben, wie gesagt, wie die Milovia, haben hier drin ein super weiches Vlies und sind auch wirklich sehr, sehr angenehm für die kleinen Kinder. Und dann habe ich hier noch eine vom Bambulik. Die ist mit so süßen Eisbären drauf hier und die finde ich auch super schön. Ist auch eine Neugeborenengröße und sieht eben so aus. Die hat vorne keine Lasche, sondern hinten nur eine große. Ich würde empfehlen, die hintere große übrigens nicht zu verwenden, weil die wirklich sehr, sehr groß ist und die Gefahr, dass wenn man hier eine Einlage drunter steckt, dass hier der Muttermilchstuhl draufkommt, ist einfach sehr, sehr groß. Ich würde die als Überhose ohne Laschen benutzen. Das ist aber auch gar kein Problem. Durch den Gummizug vorne und hinten hält da auch immer eine Einlage drinne. Genau, das sind auf jeden Fall schon mal der erste Stapel an Überhosen. Dann habe ich noch einen zweiten Stapel an normalen bzw. PUL-Überhosen. Einmal diese hier. Die verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das ist nämlich ein ganz, ganz neues Modell von einem kleinen Shop. Die ist handgenäht und zwar von Klamotti. Und genau, da verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Die hat auch ein ganz, ganz weiches Vlies hier drinne. Und da kann man eben hier auch einmal unter die zwei Laschen die Einlagen stecken. Genau, also einmal diese hier. Dann habe ich noch zwei von Milovia ergattern können, gerade bevor die, ja, gerade bevor die Firma eben aufgegeben hat. Und da habe ich einmal dieses Design hier mit den Indianern. Und einmal dieses ganz beliebte hier mit diesen Luftballontierchen. Dann habe ich hier noch eine von Petit Loulou. Das ist ja dieselbe, die ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Die perfekt über die Höschenwindeln passen. Dann habe ich noch eine von Thirsties. Die von Thirsties ist ja sehr, sehr groß und sehr, sehr breit, finde ich. Wenn man die jetzt mal im Vergleich anschaut zu einer Milovia, ist sie schon etwas größer und breiter. Aber auch die sind natürlich dann super für über die Höschenwindeln oder wenn man ein sehr, sehr großes Paket hat. Und dann habe ich noch eine von Rumperoo. Die sind auch richtig toll. Die liebe ich bei meiner großen Tochter auch sehr. Die haben auch keine Laschen. Aber die Überhosen sitzen einfach richtig toll. Dadurch, dass sie hier oben ein richtig schönes Bündchen haben. Vorne und auch hinten. Und ich finde auch, dass die Beinbündchen sehr, sehr lange halten. Und wir haben hier auch ein doppeltes Beinbündchen, was das Auslaufen natürlich nochmal so ein bisschen verhindert. Das waren jetzt alle normalen PUL-Überhosen, die ich da habe. Und genau, ich denke, da fahren wir auch ganz gut. Ich kann ja nochmal kurz was zur Menge sagen. Also wenn man mit dem Überhosensystem arbeitet, sollte man bei Neugeborenen ungefähr so 6 bis 10 Überhosen einplanen, einfach weil da oft Stuhl daneben gehen kann, zum Beispiel hier auf den Rand. Das könnt ihr natürlich auch ganz schnell mal unter dem Wasserhahn auswaschen. Da müsst ihr die nicht direkt in die Waschmaschine werfen. Aber die Neugeborene muss man am Anfang noch sehr, sehr oft wickeln. Und das heißt, ihr müsst die Überhosen danach ja auch immer auslüften lassen. Und dementsprechend empfehle ich 6 bis 10 an Überhosen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den All-in-Ones wickelt, dann braucht ihr ungefähr 35. Denn man sagt ungefähr, dass Neugeborene so 35 Windeln brauchen, wenn man so ungefähr einmal die Woche waschen möchte, beziehungsweise 5 Tage bis eine Woche. Bei den Überhosen ist es so, dass ihr dann eben 35 Einlagen braucht, statt den 35 All-in-Ones. Bei der All-in-Ones ist ja alles drin. Und hier braucht ihr eben dann 35 Einlagen, heißt 35 Einlagen-Sets. Das heißt, wenn ihr nur mit Prefolds wickelt, dann eben 35 Prefolds. Wenn ihr aber sagt, okay, ich nehme eine Prefold und dazu noch eine extra Einlage, dann müsst ihr das natürlich als Set sehen. Das heißt, ihr braucht dann 35 von denen
und 35 von denen. Ich glaube, das ist ganz gut verständlich. Also das ist einmal so zur Menge, was man ungefähr braucht. So, dann geht's weiter mit den zwei letzten Stapeln hier. Da habe ich hier noch einmal zwei Pop-In-Windeln. Da habe ich euch ja gerade schon einmal eine Überhose gezeigt. Pop-In-Windeln probiere ich diesmal das erste Mal. Die hatte ich bis jetzt noch gar nicht im Gebrauch und bin da sehr gespannt, wie die sind. Da sind eben zwei Einlagen drin, die man vorne einknüpfen kann. Da kann man aber auch ganz normale Prefolds reinlegen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt die Pop-In-Einlagen verwenden. Das geht auch alles andere, weil sonst im Endeffekt ist es ja einfach nur eine Überhose. Da habe ich einmal diese beiden hier. Und dann kommen wir zu den Wollüberhosen. Das Wickeln mit Wolle ist nochmal eine extra Sache für sich. Das muss man einfach für sich entscheiden, ob man das möchte, ob man das, ob das nicht zu viel Arbeit ist mit dem Fetten oder was es für Vorteile hat. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Ihr könnt dann mal auf meinem Kanal schauen, da habe ich ein paar Videos dazu gemacht, was das Waschen und das Fetten angeht. Aber ich bin absoluter Fan von Wolle. Ich finde es super schön, weil es einfach auch natürlich ist. Die PUL-Windeln sind auch toll, aber sind halt eben auch zum Teil aus Plastik. Und hier haben wir eben 100% Natur. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, so eine Wollwindel fasst sich auch ganz anders an, dadurch, dass sie außen eben aus Jersey sind oder aus Baumwolle. Und ich finde, das ist einfach viel, viel angenehmer für die Kinder und auch ja, allgemein. Fangen wir aber an erstmal. Ich habe hier eine Harry Potter Windel. Die ist der absolute Knaller, oder? Ich liebe die. Die ist von Windelherz. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Und die ist auch selbst genäht. Beziehungsweise sind eigentlich fast alle selbst genäht von kleinen Handmade-Shops. Die sieht innen so aus. Das ist mit einem Wollvlies in dunkel, das gibt es auch in hell. Da muss man sich dann dafür entscheiden, was man eben möchte, was einem besser gefällt. Dann habe ich hier noch eine von Bärenkind. Auch das ist ein kleiner Instagram-Shop, den ich euch gerne verlinken kann. Die ist innen aus Wolljersey, auch was ganz Neues für mich. Aber ich habe die von Bärenkind in der One Size gerade bei meiner Tochter in Gebrauch und die sind wirklich richtig toll durch das schöne Beinmündchen hier, welches übrigens auch aus Wolle ist. Dann habe ich drei von Emilino. Emilino ist auch ein richtig toller Wollwindelshop, den ich euch einfach nur ans Herz legen kann. Ich liebe die Windeln einfach, weil die super schön sind. Auch die sind alle handgenäht. Und da könnt ihr auch zwischen ganz vielen verschiedenen tollen Designs wählen. Ich habe mich hier zum Beispiel für das Camper-Design entschieden. Das finde ich auch richtig süß. Dann habe ich hier einmal so ein blumiges Design. Und einmal diese süßen Füchse hier. Finde ich auch super niedlich. Auch da gibt es wieder verschiedene Innenfarben. Das kommt immer so auf das Design drauf an. Und ich bin super begeistert von den Windeln. Die benutze ich nämlich auch gerade bei meiner Großen. Und dann habe ich noch einmal eine von Puppy. Da habe ich auch hier noch die passenden Einlagen dazu. Auch das braucht man nicht unbedingt. Da kann man auch jede andere nehmen. Genau, das ist eben eine von Puppy. Und dann habe ich auch noch eine von Anavi. Die von Anavi ist ein bisschen breiter geschnitten und wird, denke ich, am Anfang auch nicht passen, wenn man sich eben so mal den Unterschied anschaut. Aber die ist auch als Neugeborenen eingetragen. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Windelkategorie hier vorne, und zwar die Wollschlupfs. Wollschlupfs sind auch wieder Wollüberhosen, aber eben ja, so kleine Schlupfhöschen, die man einfach so drüber zieht. Die hier ist auch wieder von Emilino. Und dann habe ich noch einmal zwei so ganz normale Standards von Disana. Die liebe ich, die hatte ich bei meiner Tochter oder habe sie bei meiner Tochter auch. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen und in der größeren Größe auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Neugeborenen gibt es nur dieses Weiß hier. Und dann habe ich noch einmal diese hier. Die ist von Many Months. Und genau, die ist auch super schön. Einfach auch so eine Wollschlupf. Die Wollschlupfs kann man zum Beispiel super auch über die Höschenwindeln drüber ziehen für die Nacht. Oder wenn man mit einer Mullwindel um das Kind herumwickelt, kann man die auch einfach super drüber ziehen.
als Überhose sozusagen. Auch die müssen gefettet werden, denn es sind ja Wollwindeln. Weiter geht's mit den Einlagen, mit der Einlagenschublade. Und die habe ich, wie gesagt, ganz genau geordnet. Einmal habe ich hier vorne zwei Stapel mit Prefolds. Prefolds sind diese Einlagen hier, die man eben so ganz verschieden falten kann. Also ihr könnt die einmal ganz normal zum Steg falten. Dann könnt ihr sie aber auch quer falten, damit ihr dann hier in der Mitte einen verstärkten Bereich habt. Zum Beispiel für die Mädchen, die pinkeln ja eher hier in der Mitte. Und hier habt ihr dann eben eine Verstärkung. Oder ihr könnt damit auch um das Kind herumwickeln, wenn ihr die so ein bisschen wie so ein Drache faltet. Hier hinten so auflassen, dann hier vorne zum Steg um das Kind rum und dann hier vorne so zumachen mit einem Snappy. Und dann hat man so eine kleine selbstgebaute Höschenwindel. Also mit der Prefold kann man wirklich viel machen. Und das Tolle bei so einer Prefold ist einfach, dass sie unglaublich viel saugen durch die vielen Lagen, die sie haben. Eine Prefold ist so aufgebaut, sie hat rechts 3 Lagen, in der Mitte 6 Lagen und dann links wieder 3 Lagen. Das heißt, wenn ihr sie übereinander macht, habt ihr einfach mal 12 Lagen und das saugt wirklich super, super viel. Zudem sind die auch noch recht schmal, nicht so dick, tragen nicht so auf. Also ich benutze sehr, sehr gerne Prefolds und auch hauptsächlich Prefolds. Ich finde, so eine Prefold ist bei mir immer in der Windel drin und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie booste ich das Ganze. Boosten muss man nicht immer. Es kommt immer darauf an, wie lange wollt ihr, dass die Windel hält und wie viel piescht euer Kind. Ich lege bei meiner Großen immer noch eine extra Einlage mit rein. Das ist auch bei meiner Großen völlig egal, was das ist. Ich sage immer, eine extra Einlage heißt eine Pipi-Ladung extra. Und das heißt dann, ja, muss man eben schauen, wie lange soll die Windel halten. Wenn man zum Beispiel ein bisschen länger Auto fährt oder sowas, dann kann man das immer sehr, sehr gut anpassen. Wie gesagt, gerade man braucht ungefähr 35 Einlagensets. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier habe. Ich habe mir einfach ein paar Pakete Prefolds gekauft und ein paar normale Einlagen. Da habe ich hier auch ganz viele verschiedene. Und hier hinten habe ich einmal die Fließliner. Die Fließliner sind nämlich auch nochmal was ganz Besonderes. Erstens sind die super schön weich für die Kinder am Po und dann sind sie auch noch richtig toll für den Muttermilchstuhl, weil durch dieses Hochflorige wird das eben so ein bisschen an der Seite aufgefangen und kann nicht so schnell nach außen gelangen. Da habe ich hier auch ganz viele verschiedene. Einmal von Blümchen und hier diese sind von Milovia. Die sind auch wieder so, jetzt sind eher so Lappen. Die kann man aber auch wieder falten wie so eine Prefold und dann ist es eben auch wieder eine lange Einlage zum Steg. Genau. Also da gibt es viele verschiedene Einlagen. Da müsst ihr schauen, was euch am besten gefällt. Es gibt ja auch verschiedene Inhalts- oder Materialien. Genau, aber da müsst ihr, wie gesagt, schauen. Und zur Menge, wie gesagt, 35 ungefähr. Braucht man da ungefähr. Also 35 Sets. Je nachdem, was ihr eben haben wollt. Was ich euch noch ans Herz legen kann für Neugeborene sind diese extra Einlagen hier von Emilino. Wie gesagt, ich verlinke euch Emilino auch nochmal in der Infobox. Das sind nämlich Einlagen, die aussehen wie eine Windel, wie ihr seht. Und die sind extra dafür da, damit der Muttermilchstuhl hier nicht an der Seite so schnell rauskommen kann. Ihr seht, hier ist extra nochmal so ein Gummi eingenäht. Und deswegen wird der Muttermilchstuhl dann eben so ein bisschen dran gehindert, eben auf die Überhose zu kommen. Das ist ganz praktisch auch bei Wollüberhosen. Genau, davon habe ich hier auch nochmal 3 Stück, weil ich die echt richtig praktisch finde. Und die sind dann halt eben auch komplett um das Kind herum. Ihr seht hier, die sieht halt eben wirklich aus wie eine Windel und alles von der Windel ist dann sozusagen abgedeckt. Genau, das sind also die Einlagen, wie ihr seht. Ich habe hier viele Stapel und viele verschiedene Sorten. Was ich euch da empfehlen kann, sind auf jeden Fall die Einlagen von Blümchen. Da gibt es, wie gesagt, hier einmal die Fließliner. Da gibt es aber auch hier ganz normale Einlagen. Da gibt es aber auch Prefolds. Die sind wirklich auch sehr, sehr gut. Und es gibt hier auch noch so kleine Booster. Also Blümchen ist sehr preisgünstig und hat wirklich tolle Einlagen. Die
Prefolds sind von bei mir jetzt alle von XKKO. Die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Da mag ich die Qualität, weil die sich nicht so schnell verformen beim Waschen. Das ist, finde ich, beim Prefold sehr, sehr wichtig. Die erste hier ist von Blümchen und auch die, wie gesagt, sind preisgünstig und wirklich sehr, sehr toll. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Fach angekommen. Einmal die Höschenwindeln, die Mullwindeln, das Zubehör und die waschbaren Wickelunterlagen. Also was ich bei Neugeborenen auf jeden Fall empfehlen kann, sind Mulltücher, Mullwindeln. Da könnt ihr, wie gesagt, alte, verbrauchte Mullwindeln nehmen, also Spucktücher. Ich habe hier zum Beispiel eins, das ist so ein bisschen rosa gefärbt und sowas. Und das benutze ich jetzt einfach als Windel. Das war vorher mal ein ganz normales Spucktuch. Genauso wie dieses weiße hier. Alle in Naturfarben sind meistens extra zum Wickeln mit Stoff. Das hat aber nichts zu bedeuten. Genau, die kann man halt einfach als Mullwindeln zum Stoffwickeln kaufen. Aber sind im Endeffekt ganz normale Spucktücher. Und die kann man eben ganz vielseitig verwenden. Ihr könnt die unter anderem ganz normal als Einlage falten, wie hier als Steg. Oder ihr könnt die auch um das Kind herum falten. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die zum Beispiel so falten, dass ihr hier so ein Dreieck habt. Das Ganze ist eine Übungssache. Ich habe jetzt auch ziemlich lange gebraucht, das hier so hinzubekommen. Einfach weil es ganz viele verschiedene Arten gibt, das so zu falten. Und ja, weil man sich da so ein bisschen reinfuchsen muss. Auf jeden Fall habt ihr dann hier in der Mitte einen Steg. Den könnt ihr euch hier einfach so falten. Da könnt ihr natürlich auch noch eine extra Einlage mit reinlegen. Zum Beispiel eine Prefold oder ähnliches. Und dann kommt hier der Popo eures Kindes hin. Ihr macht das Ganze zu. Dann klappt ihr hier die Seiten rum. Und dann verschließt ihr das Ganze mit einem sogenannten Snappy. Das ist so ein Ding hier mit so Haken dran. Da könnt ihr das hier an den drei Stellen zumachen. Und dann habt ihr eine Windel sozusagen. Das hier könnt ihr natürlich noch schön so am Rand öffnen, je nachdem, wie das eben mit den Beinchen passt. Dann eine Überhose drüber oder eine Wollschlupf und ihr habt ein richtig schönes Windelpaket. Das ist natürlich auch super praktisch bei dem Muttermilchstuhl. Ihr könnt diese Mullwindel natürlich aber auch ganz normal verwenden als Einlage. Baumwolle saugt einfach super viel. Dann sind die super dünn, das heißt, sie trocknen auch schnell auf der Leine. Also wirklich ein tolles Prinzip. Da habe ich jetzt auch, wie ihr seht, hier schon mir ein paar angesammelt über die Zeit mit meiner Tochter. Das sind alle, die ich habe. Die habe ich jetzt bei meiner Tochter aussortiert und habe die hier eben in die Neugeborenen-Schublade getan. So, dann habe ich, wie gesagt, hier hinten ein paar Snappies. Da habe ich 4 Stück. Dann habe ich Wollfett zum Fetten der Wolle und einmal Wollseife zum Reinigen. Dann habe ich hier meine waschbaren Wickelunterlagen. Die kann ich auch nur empfehlen. Die sind auf der einen Seite aus dem PUL-Stoff, genauso wie die Windeln. Und auf der Innenseite meistens super schön weich und angenehm für die Kinder. Und die könnt ihr eben einfach mitwaschen. Da habe ich eigentlich 5 Stück. Hier liegen gerade nur 2, weil ich die natürlich auch noch für meine Tochter verwende. So, und dann kommen wir auch schon zu den Höschenwindeln. Die Höschenwindeln sind eben für eine längere Wickelzeit. Das heißt, wenn man mal länger nicht wickeln möchte, beziehungsweise wenn irgendwann die Zeit kommt, Neugeborene wickelt man ja nachts meistens noch. Wenn man die aber nicht mehr nachts wickelt, dann sind diese Einlagen, diese Höschenwindeln perfekt für die Nacht. Genau, das ist eigentlich eine Windel und die ist komplett so, wie sie ist, aber braucht eben, wie gesagt, eine Überhose drüber. Wir haben hier neben der normalen schon sehr, sehr viel saugenden Windel. Das ist eben wie so eine große Einlage sozusagen. Haben wir hier noch die Möglichkeit, eine extra Einlage, die ist auch ganz lang, damit man die so falten kann, noch rein zu snappen mit einem Druckknopf hier hinten. Und so kann die wirklich halt
über mehrere Stunden saugen. Also bei meiner Großen hält die ungefähr 14 Stunden. Und genau, so habt ihr eben eine Höschenwindel, die aber zusätzlich, wie gesagt, noch eine Überhose braucht. Also die ist so nicht wasserdicht, die würde jetzt hier auslaufen. Und da muss dann eben noch eine Überhose drüber. Da habe ich einmal dieses Design hier von Petit Loulou. Das finde ich ganz süß von Petit Loulou. Das sind auch mit meiner liebsten Höschenwindeln. Da habe ich nämlich noch diese hier mit diesem süßen Fischdesign. Und auch noch diese hier mit so einem kleinen Walddesign. Die sind innen alle gleich aufgebaut. Dann meine zwei Lieblings sind Anavi. Da habe ich einmal dieses schöne Regenbogendesign hier. Die sind von innen auch genauso aufgebaut. Dann habe ich von Anavi noch dieses Löwendesign, finde ich auch ganz süß. Und noch dieses hier mit den Bären. Und noch dieses hier. Das hier ist mit Klettverschluss. Das gibt es auch, genau, mit Klettverschluss oder mit Druckknöpfen. Das muss man selber entscheiden. Hier noch einmal mit Klettverschluss. Dann habe ich hier noch eine, das ist was ganz Neues für mich. Und zwar von Cooler die Tebi. Die sind dafür bekannt, dass sie ein All-in-Free-System machen. Und die haben jetzt auch Höschenwindeln rausgebracht. Die sind auch richtig schön. Und die haben eben auch hier so eine extra Einlage drin. Die kann man auch entweder rausnehmen oder hier eben durch diese Lasche durchstecken. Ich habe die jetzt hier nur reingelegt, weil mir das Durchstecken immer so ein bisschen zu blöd ist. Genau, die testen wir jetzt das erste Mal. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Aber auch super süß hier mit diesem Tierchen-Design. So, und das war's dann auch schon von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Stoffwindel für Neugeborene so ein bisschen näher bringen. Ich habe auch ein bisschen was erzählt und ihr wart genauso entzückt von den ganzen schönen Designs wie ich. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Da kommen nämlich immer auch ganz, ganz viel zu Stoffwindeln. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!